Wer eine Vierschanzentournee gewinnt, ist aus meiner Sicht auch ein Weltmeister. Die Ausgangslage sieht günstig aus. Ich denke jetzt an Klingenthal mit dem Mannschaftssieg und auch den dritten Platz von Severin Freund. Dann haben wir ja in Lillehammer gute Ergebnisse gehabt und in Russland war das ganz ordentlich. Ich schätze Severin Freund am stärksten ein. Dann sehe ich mit Richard Freitag einen guten Mann. Also die Chancen sind gut. Ein Sieg wäre möglich, wenn alles passt. Er liegt aussichtsreich im Rennen. Ich traue ihm einen Gesamtsieg zu, weil er bisher bewiesen hat, auch in der vergangenen Saison, dass er zur Weltspitze gehört. Er ist sprungstark, hat ein hervorragendes Fluggefühl, fast immer eine sichere Landung, stabil, psychophysisch stabil und mental hervorragend. Die größten Rivalen kommen aus Norwegen. Dann ist nicht zu verachten Heipek und Kraft aus Österreich. Und mein großer Favorit, muss nicht immer zutreffen, ist Peter Preroš aus Slowenien, der, wenn er so weitermacht, schwer zu schlagen ist. Der Schanzenbau hat sich technisch so gut entwickelt, dass man sagen kann, heute ist mir auch über lange Strecken, geht ja fast an die 150, für mich ist das heute durch langgestreckte Flüge eine sogenannte Weißbrotwelt. Und zu meiner Zeit, lange zurück, 50 Jahre, da war das Vollkorn. Wir standen viel höher in der Luft, hatten nicht die großen Weiden. Durch die vielen Wettkämpfe, die könnten wir anzahlmäßig verkürzen. Eine Weltmeisterschaft nur mit zwei Springen zu entscheiden, ist vielleicht nicht die Perspektive. Man müsste vielleicht drei große Sprungläufe zusammenrechnen und dann steht der Weltmeister auf der Normalschanze und Großschanze. Jens Weißflog, Martin Schmidt, Sven Hannewald. Jens Weißflog Nummer 1, zweimal Olympiasieger Einzel, zwei unterschiedliche Stilarten und einmal Mannschaft. Sven Hannewald war Olympiasieger und die Vier-Tage-Siege im Rahmen der Vier-Schanzentournee. Und Martin Schmidt war Weltmeister, Olympiasieger in der Mannschaft. Alles prima. Die drei könnte ich mir vorstellen.